Lied für Sie, Oscar Kurti und die Chefpartie. Mein Vater kehrt auf Brot und Bier, kehrt die Malte und Lieb für die Olevos.
sorgo, nu te tăpați iubitul. Vielleicht bringt die dich zum Tag, dass ich da aus der Hand weiß und da steht, du kannst mir blind vertrauen. Weil ich bin ein Dichter, bin ein Doktor, war ein Kinderstar. Mein Vater kennt der Bruder und mir gehört die Malte. Ich und wir die ohne Wurst. Ich denke, ich und wir die aus Haas. Ich denke, ich und wir die ohne Wurst. Wirklich vor. Ohne Wurst, da die Lieben für die. Ehrlich, wirklich, die da die Lieben für die. Wirklich hoch. Wirklich hoch. Wirklich hoch. Wirklich hoch. So schaut's aus, meine Damen und Herren. Mein Gott, dass ich das erleben darf. Wir sind ja direkt gerührt heute alle. Das haben wir immer, schon seit Jahren haben wir geträumt. Einmal am Ostbahnhofplatz spielen. Zurück zu den Wurzeln, wie der Ausländer sagt. Ja, angefangen hat ja alles am Fußballplatz. Als Schüler, Jugend habe ich gespielt in der Wiener Liga. Berufswunsch, Profifußballer. Nur irgendwie, mein Genie wurde nicht erkannt. Ich war der Wahnsinn gewesen. Ne? Trainer, die haben nichts begriffen, haben immer müssen auf die Reservebank setzen. Habe die Reservebank abgewetzt und abgenützt. Nur dann kurz darauf, wie die Stones aufgekommen sind, habe ich dann umdisponiert. Da beschloss ich, Berufsmusiker zu werden. Und jetzt, nachdem wir als Berufsmusiker auch teilweise sogar einen Erfolg gehabt haben, kehren wir wieder auf das Fußballfeld zurück, wenn man sieht. Ne? Dementsprechend ist das Ganze auch teilweise ein bisschen nostalgisch. Die älteren Lieder, das ältere Liedgut, teilweise zum Vortrage gebracht. Der Horakorl hat sein ältestes Hemd angezogen zur Feier des Tages. Und auch ein Zeichen des Erfolges beim Musikanten, wenn er ein bisschen Geld verdient, dass er auf Arm macht und die zerrissene Hosen anzieht. Ne? Aber weil er doch, es hat ihm wer gesagt, er hat keine schönen Knie. Jetzt hat er sich die lange Skiunterhosen angezogen, dass man es nicht sieht. Ne? Ja, und da hinten hat er auch einen kleinen Riss, da hat er zur Sicherheit nicht, dass er. Naja, der geht bis 4, nicht? Als Schutz, nicht, dass ihm nicht die Eier aushängen, das schaut ja nicht gleich. Es wird doch auch von den Kameras was aufgenommen, nicht? Also, na, euch hätte es gefallen, aber Moment, da muss ich streng sein. Na gut, die weiter hinten, die hätten das eh nicht genau gesehen. Was hängt denn da oben bei der Hosen? Aber zum Beispiel die ersten paar Reihen hätten vielleicht eine Erregung auch gehabt, oder was? Die weiter hinten sehen das ja schon gar nicht, was da aussehen. Ach so, ja, es sind ja leider welche weiter hinten. Das ist, der Horak ist das eine Strafholzl, also ich bin der da, der was neben mir, der mit dem schwarzen Kappel, ist der Horak, ja. Grüß Gott, Herr Horak. Danke, Herr Kuhl. Was geht da? An der Trommel begrüßen wir heute Herrn Diplom-Ingenieur Eduard Jetelski. Bitte steh auf. Achso, du stehst eh schon. Okay. Der Herr Jetelski hat es nicht nehmen lassen. Er hat heute wieder seinen schönsten Pyjama ausgezahlt. Frisch gebügelt
Anata Krom ist ja schon wieder so eingeschrumpelt. Die Knopfleisten, das gehört ja bügelt ein bisschen. Ich meine, hinten sieht man es natürlich nicht, aber es vorn, das ist doch kein Anblick. Der ganze Pyjama, wie wenn er sich aus dem Schritt ausgezahlt hätte, das gehört. Okay, der Hut geht. Der Schlagzeuger ist der, wo man so einen weißen Fleck sieht. Das ist sein Hut, also für die Damen und Herren in den hinteren Reihen. Der Trommelspieler, Herr Jedelski. An der Hemmungsorgel begrüßen wir heute Senior Mario Atreti. Ja, da extra einen alten Winterrock genommen, weil es ein nostalgisches Konzert ja heute ist. Ne? Er ist ja der Einzige, was von der Urpartie noch dabei ist. Die anderen sind jüngere Menschen, die sind damals noch in die Volksschule gegangen, wie wir schon geigt haben. Senior Atreti mit dem Tigerkragen. An der pastellgrünen Gitarre Frau Lilli Marschall. Mit dem wahnsinnigen, glitzernden Spenzel. Buh, der Janker. Das Ganze ist ja so. Dadurch, dass sie den Janker trage, der was so glitzern tut, muss ich ja die Sonnenbrille nehmen, weil ich sonst eine Bindehautentzündung kriege. Nicht, weil sie immer fragt, für was tragt der Trottler Sonnenbrille, scheint eh kein Sonn. Wegen Jankerl von der Frau Marschall. So schaut es nämlich aus, meine Damen und Herren. Ja. Grüß Gott, Frau Marschall. Meine Damen und Herren, links auf der Bühne von mir aus gesehen, rechts, der Prinz persönlich, der Karasek-Buidl. Heute keine Frage, wer den ersten Platz gemacht. Wir machen immer so einen kleinen Wettbewerb, eine Kostümmodenschau. Wer den ersten Platz kriegt mit der schönsten Panier? Natürlich der Herr Karasek. Buidl zeigt die Glocken. Es ist die Glockenhosen mit der größten Glocken, was überhaupt je war. Dazu der maikäferartige Jankertrieber, der Ärmellose. Ein Wahnsinn! Das war die erste Panier, mit der was er am Anfang bei uns gespielt hat. Jetzt sparen sie ihm schon ein bisschen. Die dürfte eingegangen sein, dadurch, dass jahrelang so gelegen ist im Kosten. ja, das hätten wir mal erledigt. Erster Preis, ich gratuliere, du darfst dir dann nachher auf eigene Kosten ein Bier kaufen. Nö, und ein paar alte Lieder spielen wir auch. Das ist eins von den ganz ersten, was wir so vor 15 Jahren, 18 Jahren wird es jetzt Zeit, dass wir das angerissen haben. Und das ist ein Lied über den Winter, also was, wenn es so kalt ist, wo man den Tee mit dem Rum trinken tut. Aber das ist ja wurscht, dafür ist alt. Geht schon! Mit rum, draußen beißt der Frost, doch erinnert was sie redet und redet, will diskutieren, ich hol euch nicht zu, der zwei rum, sie redet und redet, ich hol euch nicht hin, ich greif halt lieber zu, ich greif halt lieber zu. Oh, was ist noch zu früh? Vierum, ich nehm mir Hand, ich leg's auf mein Knie, da schwimmt der Blick, sie schaut zu dir und sagt kein Wort. Ate Achtrum, sie red mit Händen, ich red so zurück,
gut ist, es tut uns gut. Sie schaut mich an und sagt, ich schwör zu dir. Gespielt auf klein, nicht in die Schutzhäuser, im Saal, die kleineren Hallen. Da habe ich immer gesagt, das ist nichts, wenn da die großen Hallen, da hat man den Kontakt zum Publikum nicht. Jetzt sind aber immer mehr Menschen gekommen, immer mehr Leute. Was machen wir, wo bringen wir es unter? Ne? Immer größere Hallen. Dann haben wir gesagt, naja, das ist ja klar, wir müssen, damit alle Platz haben, ins Freie, in die freie Luft, und dann nehmen wir doch gleich heimspielmäßig den Ostbahn-Elfplatz. Und hier sind wir jetzt. Die Stadt wird zum Urwald, wenn der Tag verrückt. Die Nacht spuckt tausend Viecher aus. Gegen die Hüft kein Versteck. Da spielt sie schwanger, ihre Gift zähmt und die Hyäne grinst. Schwarze Witwe wart in ihrem Netz auf die, wo's nimmer außer Finst. Drum nimm die Vierzehnte, nimm die Vierzehnte Hand, nimm die Vierzehnte Hand und renn. Erstens dachte mir der Ostbahn gut und zweitens ist es eine Belohnung für meinen Sohn für einen positiven Schulabschluss. Und das Beste, was man machen kann, man geht zur Ostbahnkurte. Jetzt wird es halt wieder mal Zeit, ne? Ja, dass wir sie anschauen. Jetzt haben wir ihn eh schon lange nicht mehr angeschaut. Wir lieben ihn! Nein, leider, das dürfen wir nicht. Nein. Soll ich was sagen? Nein, nichts. Nein, ich weiß nichts. Und das machst du dann, wirst du nicht alt. Ich wohne schon 56 Jahre da in Zimmering. Ich bin von der Hosenleiten, ja. Und das wird super sein, nicht? Kennen Sie den Ostbahnkurte? Na ja, so. Wischiwaschi, so. Nicht? Aber schlecht ist er nicht. Mehr für die Jungen, sagen wir, nicht? Ja, ein Jahr, wenn wir gesagt haben, nostalgisch. Da nicht weit von da war diese eine Hütte, wo wir immer hingegangen sind. Also die alte Chefpartie, was war. Der Mario war dabei. Ich selbst, ein nettes Stammlokal, in den 70er Jahren waren wir immer dort, haben sie dann zusperren müssen, weil die Lebensmittelpolizei einmal in die Küche gekommen ist. Von den Jungen war ja der Beudel der Einzige, was mit war, weil er mit dem Vater mitgekommen ist. Nicht der Vater, der Alte, der Karasek-Blade, hat er mir schon als junges Kind in die Lokale mitgenommen zum Einquennen, weil er wollte einen Rock'n'Roll-Star aus ihm machen. Dass er schon dann zum Beispiel das mit dem Trinken ein bisschen üben tut. Ein Wahnsinn, nicht? Und er war ja der, der was vor dem Lokal war, so als Wahrzeichen aus Neon, so eine Bikini-Frau. Er war ja der, da haben sie ihn einmal rausgehauen. Erstens war er jugendlich und es war schon zwar in der Früh, zweitens war er angeheitert und drittens hat er randaliert, haben sie ihn rausgehauen, also die Chefin von der Hitten, hat er mit einer Bierflasche, der er die vier so geschossen. Wir haben ja das jahrzehntelang nicht erfahren. Kürzlich in der Glut hat er sie verraten, hat er sie ausplaudert. So war er, jetzt ist er ja schon viel vernünftiger. Ja, das ist die Geschichte von der Hitten. Und die geht nämlich auch so. Das Bikini-Madel ist bein amputiert, sie zackt ihre Neonkurven über der Tür. Ein rostiger Flipper zwischen Häusl und Schank, es fährt noch Zwiebel, kalte Chick und Bier.
Das ein Pool und ein Jukebox und gerade nur Platz zum Stehen. Und die blaue Rose hinter der Bude, die findet wie immer den Schmäh. Sie hat ein Kusch wie ein Kutsch, ein Arsch wie ein Lok und ein Zwinkern für eine Fähre. Hey. Espresso-Rose, da warten sie drauf, dass der Schatten den Tageslicht ausblost. Sie lernen dort schlafen mit offenen Augen, weil zum Reden gibt's nichts mehr, wenn's keine Chance mehr hast. Am Tisch in der Ecken sitzt einer da und bohrt. Es auf dem Mocker-Ex, er zittert und der Tütze holt. Er ist keiner von da und das sieht mehr mal, wenn er die Rose fragt, sagt's, sie kommen schon noch dran. What better be to see the post? Where did the London post? Where does the ist der Ferry mit drei Geschrocken und der zweiten Frau einer Leo ist Tischler, keiner hocken und vier Jahre kein Law. Mit keiner Aussicht auf einen Job und nur Marie zum Leben und den Ruß, das angesagt, da hat er sehr lang genug gegeben. Zum Erzählen kommt in Liegschaft, der Peter und der Hans. Der Peter ist ein Profi, der Hans fühlt wie er aber er schafft nicht ganz. Der Ferry bei der Mafia, es wird ein Wunder in der Sonne, da wird er selber glaubt, gibt's einen letzten Rang. Ich schlaf's, der klingt den Bock. Und es wird eine lange Luft. Und es soll ja sonders bis weit und Nacht. Und noch der lange Nacht. Wer hört es durch? Bald 12, Ferry ist schon längst auf der Tour. Zu dem Pultisch ruhig, die Rose zückt den Vorhang zu. Die Jungen spüren sich Sterne, jetzt reißen auch bald an. Mattern draußen in Reisen, die Rose trat die Muse an. Stoßzeit wird's, geht auf halber zwei. Die Letzten sind jetzt aufgewacht, hängen an der Bar. Grell geschminkte Weiber, rauschige Freier. Viel ausgeheiertes Lachen, viel nimmer der Worten. Stammgast, sagt Rosi und schaut auf die Uhr. Mach's auf die Geschwinde ab, hört noch was vor. Und die Lore, die was vielleicht mit viel Fantasie ausschaut, wird's Höfe. Wie alt's echt ist, sagt's eh nie. Die schaut dazu, dass er sie zu ihrer Kundschaft hugt. Der was sie dann mit saure Drogs ins Hinterzimmer lockt. Und für anderthalb Blaue sofort und im Bar spürt's für den Herrn, der weiß nicht daher, passt auf Kalsch und Gang. Es gibt nichts, was sie noch macht. Had a bit of a longer mood. Es was sie the most. Had a bit of a longer mood. Was die Rose lacht, wie wir nur. Da kommt's nicht noch Zeit zu und sagt die Uhr. Es ist ein Fan, du sollst echt nur. Hör in der Lange Luft. Hör in der Lange Luft. Hör in der Lange Lange Luft. Hör in der Lange Luft. Hör in der Lange 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 Luft. Hör in der Lange Luft. Du sollst echt nur.
Darf ich mir ein gutes Seme bei unserem Kreisler? Und unser Kreisler ist ja der Havlicek Peperl, mein alter Freund. Der Peperl und ich, wir haben ja von Anfang an miteinander, er war 15 Jahre oder die Gitarre gespielt bei den ganzen Bands, von Anfang an. Als junge Kinder, wie wir gespielt haben noch. Hat dann müssen aussteigen wegen der Wavra Hüde, also weil er die Hüde geheiratet hat vom Feinkost Wavra, die Tochter. Kaum waren sie verheiratet, ist der alte Wavra immer so kränklich gewesen. Auf Kur hat er müssen fahren, im Winter nach Mallorca, weil es ihm doch so kalt ist immer wegen der Gelenke und so. Und er hat müssen die Kreislerei übernehmen, hat er nicht mehr spielen können. Ein Wahnsinn. Dann kaufe ich mir da die Kurtisemme. Sag ich, die Kurtisemme ist. Nein, aber das sag ich, ich sag euch nur eins. Hab ich gesagt, Peperl, was ist? Spielst du manchmal Gitarre? Sag ich, da keine Zeit. Sag ich, na, wir spielen da die ganzen alten Schlager und so, Nostalgiekonzert, was ist, kommst? Sagt er, mir ist wurscht. Sag ich, na gut, komm, meine Damen und Herren, Josef Havlicek! Nicht jetzt ist er immer um 4 Uhr am Großmarkt die frische Ware einkaufen. Um 6 Uhr fängt er dann an, Semen zum Aufschneiden für die Schüler. Nicht? Das meiste Geschäft macht er zwischen 7 Uhr und 8 Uhr. Da kommen die Schüler um die extra Wurstsemen. Da gibt es 4 Schilling-Semen, da ist nur ein Bladl drin, 5 Schilling-Semen und 6 Schilling-Semen. Und die da auf 3 Pyramiden immer zusammengeschlicht. Hagliche Hocken, weil er schneidet immer zur Hand zu. Weil weißt du, dass er sich da nicht, wenn er ausrutscht, die Sehne. Gut, das geht mir nichts an. Jetzt habe ich gesagt, er soll doch die gute Sehne dort einführen, weil die kostet nicht 6 Schilling, sondern 27. Weil das ist ein größeres Wachauerlaberl. Dann haben wir die dreifache Menge Krakauer. Eine dicke Scheibe Edamer. Dann die Gurkeln, so kreuzweise übereinander. Ein scharfer Pfefferoni schräg drüber. Sind nicht gegangen. Wir haben gerätselt, warum gingen die Kurtisemmen nicht? Dann sind wir drauf gekommen, weil die Schulkinder haben als kleine Pappen. Weißt, das ist ja, das hat so eine Höhe, sieht man das eh hinten auch noch. Und da oft und oft habe ich mir selber die Mundwinkel eingerissen, wenn ich abbeißen wollte. Aber sonst super. So eine Kurtisemme bringt die über den ganzen Tag. Ein paar Bier dazu und die Sache ist, da brauchst keine andere Menage, nix. Da haben wir ja jahrelang gearbeitet an der Kurtisemme. Alle Varianten, nicht? Angefangen haben wir mit der Semme innen und die Krakauer außen drauf. Und so verschiedene Experimente haben wir sich dann angenähert, dass wir es doch aufschneiden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich hab schon wieder abgelenkt. Herr Havlicek, Herr Kommerzialrat. Er spielt jetzt das Lied, er reißt jetzt das Lied an, was ihm immer am besten gefallen hat seinerzeit, wie wir gespielt haben. Ich bin
ja ein Delay oder wie man das schon das ist ja ganz ein normales Delay. Ja, du wirst so in der Runde. Ja, jetzt wird's leiser, gell? Ja, 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 ja. Die schon geroutet ist. Sag ich da. Das ist schon. Ach so. Wir bauen um. Wir bauen um. Bühnenumbau, bitte. Herr Havlicek, erinnerst du dich noch an die alte Telefonnummer, was er gehabt hat, der Herr Diplom-Ingenieur, wo er noch kein Diplom-Ingenieur, wie er in der Panapitengasse gewohnt hat? Sag's! 57, 28, 4, 5, 4! Ich bin ein Surfer und ein Mensch, nur drei aus meiner Uhr, schau für dich. War aber da und doch, da gibt's ein Freitag, kein Marie. Was ich hier runter spart bei mir allein, hier unter Bleiber, nicht allein daheim. Wer hält es zu überholen und soll ich doch die Sonne sein? Du weißt, ich kann nicht nass und das weißt du ganz genau. Lass mich hochstehen bis aufs Heim, jetzt soll das die Hände oben. Dass ich hier runter spart bei mir allein, hier unter Bleiber, nicht allein daheim. Wer hält es zu in der Hunde, soll ich dort ist oder schaam? Ja! Zieh die Fötz festlich aus, Mario! Was glaubt, ich bin ein Scheutel, nein, ich bin das letzte Bier. Was denn mit das in der mit Blumen kommt, der zieht nochmal den linken Schwer. Dass ich hier runter stoppt an mir alle, hier unten bleibe nicht allein daheim. Wer hätte es zu ihrer Hund und soll ich dort ist oder schaam? Beppe, spiel! Mit einer Ohren und mit einem
schwer. Dass ich hinunter stopp verwirrte, hier unter Pfeffer in der Latte. Verhältnis zu jeder Hund und solidarisch oder schad. Ich bin doch sonst nicht so, aber den sein Ort macht mich krank. Ich reiß ein Mann oder zweiter oder auf einmal ein Fisch in der Hand. Das hier gerollt, das schlagt bei mir allein. Ich denk mir, da kann ich mir da alleine kann. Ja, man muss so eine solidarische Sonne sein. Wir sind heute am Ostbahn 11 Platz und es gastiert heute hier der Ostbahn-Kurti. 10.000 zahlende Zuschauer werden erwartet. Das Volk strömt herbei. Television ist auch anwesend. Ah, der Kekorn ist schon da. Ja, die Wiese füllt sich langsam. Auch Rettung ist da, aber wegen dem Alkohol, nicht wegen der Musik. Hallo Mutti, ich bin da. Weißt du, was ich jetzt brauche? Ich sag, dass ich was denken kann. Nix hält mich auf. Ich sag, wenn ich schon bin, herzu. Ja, wenn man zu dir und mir geht, dann geht's bei mir ruckzuck. Sitz ich beim Wirten und ich hör deine Stimme, die sag, ja, lass mich nicht warten und dann schmeiß ich alles hin. Nix hält mich auf. Ich sag, wenn ich schon bin, herzu. Ja, wenn man zu dir und mir geht, du bist bei mir ruckzuck, you
Zupicken tue ich das. Ja. Das Eis da jetzt drauf, ja? Ja. Schau, dass es nicht los wird. Ja, so passt es echt. Ich habe da keinen Betriebsunfall gehabt. Orak, kann ich kurz mit dir sprechen? Karl, hörst, geh sei so gut und spiel mit deiner Bassgitarre. Die alte vertraute Melodie. Buldi, erst komm her und spiel zum Karl dazu mit deinen Stromrudier. Ja, das. So wie wir es seinerzeit immer gespielt haben. Das könnt ihr euch aber nicht erinnern, weil es jung seid. Ist ja wurscht, ist ja kein Föller. Edi, tanz! Die bewährte Mickey Maus Groove von Diplom-Ingenieur Jedelski, weil immer wieder Fragen kommen, wo er sein Diplom-Ingenieur gemacht hat. Es war in der University of Disneyland, wo er seine Diplomarbeit über die Mickey Maus Groove geschrieben hat. Und das ist sie. Du hast ein Haus in Grüner und du hast Geld wie Hei. Für jeden Tag 25 in der Marasch kein Platz mehr frei. Und das ist schön. Der Garage ist leer. Jetzt hast du kein Level mehr, ne? Also das ist nicht schön, wollte ich sagen. Nicht schön für dich. Ja, tut mir leid. Nicht schön für dich. Senior Atreti, bitte. Erster Aufruf, Senior Atreti. Ah, spielt schon, geht schon. Ja, mehr. Und jetzt was anderes. Wenn er mich nicht weht, ein Wahnsinn. Und jetzt am Driller. Ja, der. Puh, sagen wir es immer an, weißt du? Den wollte ich gerade sagen. Jetzt ein Abschluss. Danke, Mario. 7, 8, 9. Ah, jetzt haben wir verzählt, Scheiße.
Wir bitten nun Signor Atreti, dass er das alte Maurerklavier zur Brust nimmt. Na, no, hast du das Kabel eingezwickt? Die ganze Geschichte mit ihm und mit dem Ding hat angefangen, dass er irrtümlich, da wollte er wo wollt, nach Los Angeles wollte fahren und dort berühmt werden als Klavierspieler. Und haben sie ihm angestiert in der Wüste von Süden von Texas. Und dort hat er dann Ziehharmonika gespielt. Und da hat er dann diese eine Frau getroffen, das was er erst jetzt schon seine Verlobte ist lang. Rosita ist ihr Name. Und das hat ihn tief beeindruckt seinerzeit. Wie er da das erste Mal mit ihr gesessen ist, sind sie sich begegnet in einer von diesen Gastwirtschaften, was dort haben. Die haben dort auch Gastwirtschaften. Ja. Also, ich kenne ja das aus dem Kino. Nein, ich war noch nicht dort. Was heißt Geschichte? Dann glaubst du, der Mexikaner geht nicht zum Wirten. Das heißt halt nur ausländisch, ne? Da gibt's, man serviert dort Speisen und Getränke, ne? Wir haben über beide schon was von uns gegeben, ne? Jetzt kommt der erste Teil, das ist der über die Speisen, wo er gesessen ist mit der Rosita, damals hat er es noch nicht kennt. Und das Interessanteste hat er ja in das Lied nicht eingeschrieben. Das Interessanteste ist passiert, wo der Text vom Lied aus ist, wo alle glauben, die gehen jetzt nirgendwo hin, nicht? Auf einen abgelegenen Ort und besprechen sie und das alles. Wie das Lied aus ist, wo der Text, da sind dann die 13 Brüder von der Rosita gekommen mit den spitzigen Messer und die wollen ja das nicht, nicht? Die sind ja da sehr streng. Schau da fort die Schnellbahn. Mein Gott, das hat es ja früher alles nicht gegeben, Schnellbahn und so. Nur der schwarze Zug mit der Lokomotive fuhren. Achso, das war jetzt. Ein anderes Ding. Ja, ich hab da, irgendwas wächst mir da in der Pappen. Und dann auch so ein Arschball. Das ist normal, habe ich das nicht, das Arschball. Das ist extra wegen euch heute. Das ist so, hinten sieht man das nicht. Dadurch ich so schön war, und so, ein Rock'n'Roller, ein wirklicher, der darf nicht so schön sein, dann haben wir da so ein Arschball angezicht und jetzt geht's wieder. Was haben wir gesagt? Essen und Trinken, ja, jetzt fällt's mir ein. Also, und dann sind die 13 Brüder gekommen, die wollten das nicht, weißt du, mit der Rosita und so, Gringo noch dazu. Und das Einzige, was er mir das Leben geredet hat, war, dass er kein Geld gehabt hat. Weil, hätte er Geld gehabt, hätte er sich die mexikanischen Cowboy-Stiefeln gekauft. Aber er hat keins gehabt, jetzt hat er nur die Semperit-Botschen gehabt. Und mit dem ist er schneller gerannt, als wir die 13 Brüder mit dem Cowboy-Bock. Und so konnte er überleben und diese Geschichte hier berichten. So schaut's aus. Du sagst, ja, ruf ihn wird. Das war erst die Fußspeise, mir liegt noch was da. Ein paar Schäfer mehr und es ist Feierabend. Chili con carne, so hasen, so scharf, da sind nur Leute von dran. Chili con carne, so hasen, so scharf, da sind nur Leute von dran. Unser Tisch in der Ecke, so im Kerzenschein, der wird heut zum Brandherd, gemischt wird mit Wein.
Gleich wird's losgehen mit der Gruppe Route 66. Karl K. und Route 66 kommen gleich. Okay. Ich sage Heil in die Ehre. Gut, dass Kummer seid. Weder habe ich abgestimmt, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und dann haben wir eine Band eingeladen, dass die da spielen soll für euch. Weil uns die Musik gut gefällt, was die machen. Da ist alles drin. Country, Western, Swing, Country und Western Swing. Country Rock, die Cajun Musik mit der Ziehharmonika. Es ist praktisch die ganze Musik von Chicago bis L.A. Meine lieben Damen und Herren, sehr verehrte Mädel und Buben, bitte begrüßen Sie Route 66! Und bitte die Panier beachten, da kann sich die Chefpartie eine Scheibe losschneiden. Hey, da kommen Sie her mit der Zwissern. Das ist ein Qualm. Folgt jetzt einer von den wirklichen, echten, alten Blues, wie wir alle wissen, den was ja nur der wirkliche, echte, alte Bluesneger oder Bluesfarbige spielen kann. Oder mir. Nein. Sehen wir uns jetzt um doch.
und ich weiß noch nix von dir. Jetzt zählen wir uns ein zum Tag und ich darf immer nur bis vor dein Tier. Du sagst, ich muss Geduld haben, bis das dein kleiner Pudel Vertrauen hat zu mir. So kann ich schwarze Pudeln und keine scharfen Zähne. Thank you.
ist mein bestes Ausruf. So keine schwarze Pudel und keine scharfe Zins. Gibst du jetzt Gutes? Das Kotelett. Gute, wir lieben dich! Jetzt sei ein Durst, du musst auf den Traum. Schenk mal ein. Schenk mal ein. Du musst ein Gebinde suchen. Ein Leergebinde. So ist es gegangen und dann so, wie man das jetzt so macht. Wie man das so macht, ja. Und das alles, nachdem er Hastler gelesen hat. Ja, hier geht es jetzt gleich weiter mit Musiktag. Kurt, ich muss wieder auf die Bühne um halb, sagt die erste Gruppe an. Mit wem geht's los? Dude 66, Country, Western, Swing. Ja, und um 6:30 soll dann die Chefpartie auf der Bühne stehen. Kommen Sie her, es gibt noch einige wenige Karten. Das Wetter dürfte auch halten. Und damit bin ich wieder zurück nach Bad. Wenn wir von den alten Liedern reden, das eine, ein älteres auch, das ist ja entstanden, gleichzeitig, wie wir überlegt haben, da ist der alte Bassist nach Jugoslawien ausgewandert und er ist gekommen und der hat aber zu der Zeit gerade ein bisschen ein Geldproblem gehabt und ist ja seinerzeit mit diesem kaffeebraunen Toyota gefahren. Auf Kaffeevertreter, nicht? Ich tue schon. Damals haben sie ja noch nicht das ganze Sortiment gehabt, nicht? Also, da hat er nur Kaffee, seinerzeit war nur Kaffee, nicht? Heute ist der Hebs, Gartenschirm, Gartenmöbeln, was Enthaarungscreme, ich weiß nicht, alles haben sie. Also, bei Meduschi kaufen wir ja immer, wenn man Vorradl kauft bei Meduscho. In den Untergarten haben sie noch nicht, die kaufen wir noch immer beim Billa. Aber, einen Bademantel wenn man kauft bei Meduscho. Naja, und da war die Geschichte durch ihn, weil er dann immer mit den fashion kaffeebraunen Toyota in die Ortschaften gefahren ist und auf herausfordernd den Schlüsseldraht hat auf die Finger, nicht, dass er die ländlichen Damen beeindrucken tut. Aber er hat den Wahnsinnserfolg nicht gehabt. Es ist wahr. Das ist erst später gekommen. Damals war es nämlich folgendermaßen immer. Also ich erzähle euch das jetzt, wie es war. Es war so. Gestern Nacht in einem Bar, du und ich ist allein. Toyota Corolla streckt er durch die Haar. Du sagst leise nein. Hätte nicht, bitte wart noch. Oh, ich weiß, dir geht's wie mir. Du brennst wie ich. Es ist noch Mitternacht und ich bring dich heim. Ich steig mit dir aus dem Wohn. Du sagst, ich find den Weg allein. Und dann schaust mich an. Also ich glaube, dass man prinzipiell schon sagen kann, es könnte so ein Höhepunkt in der bisherigen Kurti-Geschichte werden. Ja,
bisschen nervös sind wir. Und du Arschloch gescheißen da hinten. Zwischen Böse und Prinz, dort blieb der Alte und der Bauer immer den ersten Blitz. Dann fass mich an, sagt er, als Foto, das tut schon aus, wo steckt er, mein Romeo! Noch zwei Monate auf Max, komm ich heim und du sagst nur, ein Herd ist schon da, ich hab grad gut in der Früh. Ich sag, ist das eine Begrüßung? Was ist denn Chef? Ein Mix, der Romeo ist eh grad im G! Romeo, den Fashion, Romeo! Ein Packelchick und die Zeitung zum ersten Bier sind einfach Pflicht. Der Trafikant, ich hab einen 40er, so gibt den hab ich nicht. Ich lass ihn anschreien, ich lass ihn anschreien, ich lass ihn anschreien, ich lass ihn anschreien, lass ihn anschreien, was du gehst. Wir haben die Schuhe, dann bin ich nicht. Hier ist ein Pumperz an der Tür, sie ist noch mitten in der Nacht. Zwei Herren vom Gericht und die haben so den Verdacht. Ich lass ihn anschreien, ich lass ihn anschreien, ich lass ihn anschreien.
willst du spielen mit mir, alles weh. Schon viel zu lang, ich spiel's alleine. Trost am Gang, ich hör den Kuchen. Oh, ich hüt es hin. Du hast da schon wieder den Nougaten filmen. Das ist ein Muskelspiel. Trau, trau! Du hast da mal einen Beil filmen, du Sau. Du, wenn du da aussteckst, schon. Aber das rast ja lieber mehr. Ja, macht aber nichts. Kannst du mal kurz einmal da vom Spiel weg? Ach so, selbstverständlich. Du. Filmen von hinten. Ablade, ablade. Ich bin auf der Bühne immer gut dazu. Oh!
Es ist 10 Uhr. Ja. Sein Name ist Jori. Wir nehmen auf. Wer sagt denn das? Wer nimmt auf? Das ist Steppert, ja, du bist der Trottel. Das ist doch jetzt. Ich sag das nur jetzt, dass du dran denkst, dass du da immer hektisch einzählst. Hat ihr was zum Schreiben? Übrigens, Fortwilli, du hast immer diese Textfehler. Beim Vorschein. Aber du zeigst sicherheitshalber, magst du den für uns. Und wir gehen mit. Deswegen die Spurzflecken. wie bei diesen? Und wir gehen auf Biere. Jetzt geht's raus. Immer. Was fressen? Immer der Größte geht auf. Alex! Alex, geh auf die Seite, was sieht der nix? Das wird ein Bart. Okay, wir haben es geschafft. Okay, komm mal. Leo! Da sind Menschen da. Wir gehen erst rauf, wir wollen uns raus. Was haben sie gesagt? Was lassen die Schreine oder was? Das ist wie immer. Nur scheißen wir uns noch weniger. Und essen eine Jause oder was? Und na wart ein bisschen, wir kommen dann wieder. Das war ja noch lange nicht alles. So schaut es nämlich aus. Bis gleich!